Ist nicht so, dass wir Martin hier wegschicken möchten und dass wir grundsätzlich mit jedem Spieler natürlich auch vor der Saison besprechen, wie kann eine Rolle im Kader bei uns aussehen. Und das haben wir mit Martin eben auch besprochen. Und dann muss man eben immer abwarten, wie der Spieler das sieht, ob er sich mit einer Rolle, die wir ihm vor der Saison vielleicht auch realistischerweise zutrauen, eben damit abfindet oder eben auch nicht. Und deswegen sind wir da ganz normal im Austausch und sehr, sehr entspannt. Wir haben mit ihm gesprochen, er hat das aufgenommen, hat auch seine Meinung, seine Sichtweise natürlich auch dargelegt. Und nochmal, wir werden Martin definitiv nicht hierher wegschicken, wenn er für sich eben sagt, dass er mit der Rolle eben nicht zufrieden ist, dann muss man sich zusammensetzen und wenn dann konkretes Interesse da ist, dann wird man dort mit Sicherheit auch eine Lösung finden. Wenn Martin aber bei uns bleibt, können wir damit sehr, sehr gut leben.